Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Scholz hat sich heute im Bundestagsfinanzausschuss zu den Ermittlungen gegen die Anti-Geldwäsche-Spezialeinheit FIU geäußert. Mitarbeiter sollen Hinweise auf mögliche Straftaten nicht schnell und umfassend genug an Justiz und Polizei weitergeleitet haben. In diesem Zusammenhang war auch das Bundesfinanzministerium durchsucht worden, dem die FIU zugeordnet ist. Scholz verteidigte die Arbeit der Behörde. Um persönlich zur Anhörung zu erscheinen, hatte er Wahlkampftermine verschoben. Plötzlich sitzt er da. Selbst für manche SPD-Abgeordnete überraschend war der Finanzminister doch in den Bundestagsausschuss gekommen. Olaf Scholz entschied sich zu guter Letzt, der Kritik an seinem Ministerium in puncto Geldwäschebekämpfung direkt zu begegnen. Sein Haus habe viel in Bewegung gesetzt. Ich habe die Gelegenheit genutzt, noch einmal zu erläutern, dass wahrscheinlich die letzten 3 Jahre die besten Jahre waren für die Aufstellung unserer Behörden im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir haben mehr hingekriegt in den letzten 3 Jahren als in den letzten 30 Jahren. Die Financial Intelligence Unit, kurz FIU in Köln, eine Filiale des Zolls, sammelt Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und wertet diese aus. Weil diese auffällig selten zu Ermittlungen führen, ermittelt in einem Fall die Staatsanwaltschaft inzwischen gegen die FIU wegen Strafvereitelung. Kürzlich waren das Berliner Finanz- und Justizministerium Ziel von Durchsuchungen. Die FDP kann den Vorwurf nachvollziehen. Es gibt ein Raster, mit dem Geldwäschemeldungen gefiltert werden. Aber dieses Raster ist offenbar so grob, dass wir bei der Geldwäschebekämpfung rechtsfreie Räume in Deutschland haben. Dass es in großem Stil möglich ist, auch kriminell zu handeln, vor allem schwerst kriminell zu handeln. Wie viel Verantwortung dafür liegt im Finanzministerium, das zwar nicht das konkrete Vorgehen der FIU festlegt, aber doch den rechtlichen Rahmen setzt. Union und Grüne sind unzufrieden mit Scholz. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat nach meiner persönlichen Einschätzung alle Fragen so wie immer gescholzt, nämlich zerredet und die Verantwortung weitergeleitet. Herr Schulte und er, der Chef der FIU, sind sich heute zum ersten Mal begegnet. Also so ein intensives Kümmern seitens des Ministers um das Thema Geldwäsche FIU scheint es dann doch wohl nicht in den letzten 4 Jahren gegeben zu haben. Die Ausschusssondersitzung hat eines gezeigt. Auch wenn der Besuch der Staatsanwaltschaft im Ministerium von Olaf Scholz wenige Tage vor der Wahl für manche diskussionswürdig scheint, der Hintergrund ist ernst. Die Geldwäschebekämpfung der FIU scheint lückenhaft und das schon seit längerem. Eine Woche vor der Bundestagswahl haben die Kanzlerkandidaten in einem letzten TV-Triell für ihre Positionen gekämpft. Vor allem bei sozialen Fragen wurde dabei gestern Abend Übereinstimmung zwischen dem SPD-Politiker Scholz und Grünen-Chefin Baerbock deutlich. Sie setzten sich erkennbar von Unionskandidat Laschet ab. In einer Blitzumfrage nach dem Triell, das von Pro7, Sat1 und Kabel1 übertragen wurde, siegte erneut Scholz. Es sind noch 6 Tage, bis auf Umfragen echte Wahlergebnisse folgen. Von einer Aufholjagd ist die Rede bei der Union und ihrem Kanzlerkandidaten nach dem dritten TV-Dreikampf. SPD und Grüne gestern Abend thematisch mehrfach eng beieinander. Beispielsweise, wenn sie 12 Euro Mindestlohn fordern. Nicht mit Laschet. Ein pauschaler Mindestlohn, das ist ja unser Grunddissens, durch die Politik festgelegt. Im Parlament quasi beschlossen, vorbei an den Tarifparteien, die ja auch Lohnabschlüsse machen für niedrigere Einkommen. Das halte ich nicht für angemessen. Auch bei der Steuerpolitik Kritik von Laschet, sein Rezept, Arbeitsplätze schaffen, die Steuern nicht erhöhen. Was SPD und Grüne planten, belaste Handwerksbetriebe. Widerspruch. Wenn ich das richtig verstanden habe, schlagen Frau Baerbock und ihre Partei und ich und meine Partei identisch vor, dass alle, die als Ehepaare weniger als 200.000 Euro brutto verdienen, eine Entlastung bekommen. Das sind ziemlich viele Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und dass wir erst bei denjenigen, die da drüber liegen, sagen, die können ein bisschen dazu beitragen, dass wir diese Entlastung finanzieren können. Rot-grüner Schulterschluss, nicht beim Thema Klimaschutz. Baerbock grenzt sich ab, auch von Scholz. Und wenn Sie mal ehrlich sein würden vor dieser Bundestagswahl, können Sie nicht auf der einen Seite versprechen, wir halten das Pariser Klimaabkommen, wir sichern die Freiheit von unseren Kindern und Enkelkindern, aber wir machen 17 Jahre lang weiter so bei der Kohle. Das passt vorne hinten nicht zusammen. Wer soll nach der Wahl regieren? Baerbock findet,
Dass es aus meiner Sicht Zeit ist, dass die Union in die Opposition geht. Dann will ich auch keinen Hehl machen daraus, dass ich am liebsten natürlich eine Regierung bilden würde, zusammen mit den Grünen. Zur Linkspartei äußert sich Scholz nicht. Ist klar, Rot-Rot-Grün ist die eigentliche Auseinandersetzung, um die es geht. Der dritte, der letzte TV3-Kampf, bevor die Wählerinnen und Wähler entscheiden, am Sonntag. Vollständig geimpfte Ausländer dürfen bald wieder in die USA einreisen. Die Lockerung soll von Anfang November an gelten, wie ein Sprecher des Weißen Hauses heute mitteilte. Wegen der Corona-Pandemie waren im März 2020 Einreiseverbote unter anderem für EU-Bürger und Briten verhängt worden. Die National Mall mit Washingtons Wahrzeichen. Schon in wenigen Wochen sollen hier wieder internationale Touristen flanieren. Bürger aus der EU und Großbritannien bekommen von November an eine Einreiseerlaubnis in die USA, wenn sie vollständig geimpft sind, einen negativen Corona-Test nachweisen und einer Kontaktnachverfolgung zustimmen. Welche Impfstoffe die US-Behörden dabei akzeptieren, ist noch offen. Wir werden strikte Protokolle einsetzen, um die Verbreitung von Corona durch international Einreisende zu verhindern. Wir verlangen, dass Einreisende ausländische Erwachsene voll geimpft sind. Dieser Schluss, den wir nach einem politischen Prozess treffen, ist wichtig für viele Menschen in der ganzen Welt. Seit 1,5 Jahren hatten die US-Behörden nur Amerikaner, Green Card-Inhaber und Reisende mit Ausnahmegenehmigung ins Land gelassen. Eine Belastungsprobe für Wirtschafts- und Reiseunternehmen und getrennt lebende Familien. Durch das rigorose Einreiseverbot trotz guter Impfentwicklung wurde auch das europäisch-amerikanische Verhältnis zunehmend beeinträchtigt. Die angekündigte Lockerung der Beschränkungen wird von führenden europäischen Politikern begrüßt. Gewirkt habe. Spenden aus Nicht-EU-Staaten an deutsche Parteien von mehr als 1.000 Euro sind illegal. Mit einer Erweiterung auf 40 statt bisher 30 Unternehmen ist der deutsche Aktienindex DAX heute in die neue Handelswoche gestartet. Damit soll die Wirtschaft nach den Vorstellungen der deutschen Börse noch umfassender abgebildet werden. Neu im Index sind beispielsweise der Luftfahrtkonzern Airbus und der Online-Händler Zalando. Gleichzeitig gibt es auch neue Regeln für die Aufnahme von Unternehmen in den DAX. Auf der Kanareninsel La Palma sind nach dem Vulkanausbruch hunderte Häuser zerstört worden. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die glühenden Lavaströme haben nahegelegene Ortschaften erreicht und wälzen sich Richtung Küste. Berichte über Tote oder Verletzte gibt es bislang nicht. Der Vulkan war gestern nach Jahrzehnten der Ruhe wieder ausgebrochen. Die ganze Nacht hindurch spuckt der Cumbre Vieja, der alte Gipfel, Feuer. Durch die Berge von La Palma schieben sich an die 20 Millionen Kubikmeter Lava, machen auch vor Wohnhäusern nicht Halt. Guck mal, wie es einbricht, ruft einer der Helfer. Einen solchen Ausbruch hat La Palma seit 50 Jahren nicht mehr erlebt. Ministerpräsident Sanchez mahnt zur Vorsicht. Bitte nähern Sie sich nicht der Gefahrenzone. Halten Sie Abstand und informieren Sie sich bei allen Einheiten des Zivilschutzes über den neuesten Stand. Denn dieser Vulkan arbeitet noch weiter. Am Tag zeigt sich das ganze Ausmaß. Mehr als 100 Häuser sind zerstört. Die Region wurde rechtzeitig geräumt, aber nun sind etwa 5.500 Menschen zumindest vorübergehend obdachlos. Wie lange der Vulkanausbruch noch andauert, ob Wochen oder gar Monate, das, sagt die Inselregierung, könne man erst in ein paar Tagen wirklich einschätzen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 21. September. Der Einfluss des Azorenhochs auf unser Wetter nimmt zu. Im Norden und Osten hält sich aber feuchte Luft. Heute Nacht gibt es direkt an der Ostsee noch ein paar Schauer, sonst ist es meist trocken. Im Südwesten bildet sich gebietsweise Nebel. Sobald der sich aufgelöst hat, scheint morgen im Westen und Süden zum Teil längere Zeit die Sonne. Im Norden und Osten ist es meist stark bewölkt, dabei fällt örtlich etwas Regen. In der Nacht Abkühlung auf 13 bis 2 Grad, örtlich Bodenfrost. Morgen werden 12 bis 19, am Kaiserstuhl 21 Grad erreicht. Am Mittwoch im Osten teilweise dichte Wolken, Richtung Oder etwas Regen, sonst verbreitet Sonnenschein. Donnerstag und Freitag breiten sich die Wolken weiter auf die Nordhälfte aus. Gebietsweise fällt Regen, an der See wird es windig bis stürmisch.